Na, ich würde sagen, grüezi miteinander und herzlich willkommen. Wir spielen hier eine weitere Runde Tiebreak Tennis. Hier, Tiebreak heißt das Spiel. Letztes Mal haben wir ein bisschen gesehen, wie ich de, weiß nicht, habe ich das aufgenommen, wie ich den Beißel erstellt habe. Keine Ahnung, das war nur so Testaufnahme, aber ein schönes Einsatzmatch Beißler gegen Boris Becker gehabt. Ich würde sagen, wir spielen jetzt mal ein Dreisatzmatch, ein richtiges. Das war das vom letzten Mal. Und zwar spiele ich mit Michael Beißler wieder. Und wir treten mal an in einem Einsatzmatch. Letztes Mal aber in einem normalen Match, letztes Mal haben wir Einsatzmatch gemacht. Der Eck ist hier aus den 80ern. Ich würde zwei verschiedene Pete Sampras. Sind beide gleich stark. Ich möchte mal gegen der Pete Sampras antreten. In Wales, Madrid, Spanien. In Miami. Schönes Nightmatch. Ich habe einen einfachen Schwierigkeitsgrad. Machen wir Dreisatzmatch. Sechs Spiele, okay, mit Tiebreak. Gehen wir mal rein. Gehen wir mal rein in das Spiel hier. Schönes Match. Thank you for joining us for tonight's exhibition match. Please give it up for the players as they take to the courts. Michael Beißler gegen Pete Sampras im Hard Rock Stadium in Miami. Beißler habe ich noch echt. Ich glaube, das war in der letzten Folge drauf. Ich muss mir nochmal angucken. Ihr habt es ja dann schon gesehen. Aber der Beißler erstellt. Oder ich habe vorher erstellt. Ich weiß, das habe ich glaube ich nochmal rumgeändert. Egal. Aufschlag Sampras. Diesmal ein richtiges Dreisatzmatch. Das andere war ja nur so ein Testmatch. Ein Einsatzmatch in Paris gegen den Boris Becker. Spiele jetzt erstmal gegen die Legende, als nächstes spielen wir gegen Pete Sampras. Den habe ich runtergeladen, Pete Sampras, der Boris Becker auch. Und Michael Beißler, den habe ich erstellt. Da könnt ihr aber sehen, wie viele Fehler und Schläge die ins Netz haue. Weiß gar nicht, ob das hier das Sampras aus den 80ern ist mit der Klamotte. Oder aus den 90ern. Man kann auch den schön hier machen.
Hier kann man, glaube ich, die Richtung Slice, Kicksave und Flat auswählen. Spiel ist komplett auf Englisch, gibt es momentan nicht auf Deutsch. Ah, da kommt noch mal rüber. Joker wüsste jetzt besser, ob der Pete Sampras da richtig getroffen worden ist, ob der da so aussieht. Der war auch geil. Das haben wir beim Becker-Match schon ein paar Mal gesehen, wenn der den Ball an die Arme kriegt. Im Hard Rock Stadium in Miami. Wenn der Ball grün aufleuchtet, tritt man ideal getroffen. Ich habe ja auf der Gamescom mal das Topspin 2K25 angespielt. Das war ganz nett, aber von der Auswahl her und den Charakter, die man da editieren kann, ist es eher ein Konsolentennis. Da hat man hier mit Tiebreak, AO Tennis 2 und auch dem Full Ass Tennis Simulator bessere und editierreichere Spiele für den PC. Das Topspin ist schon für mich was eher für die PS5. Wir haben drei Sätze, wir brauchen zwei Gewinnsätze. Aber ja gesagt, wir haben ja jetzt erstmal so ein Testmatch gemacht, zwar mal ein richtiges Match noch.
Oh, da haben wir die Statistik. Am ersten Satz Michael Beisler gegen Pete Sampras. Aber merkt man, die Unforced Errors, die sind halt... Ich weiß nicht, ob die realistisch so sind. Gestern habe ich Spiele gemacht, da waren die sehr unrealistisch. Aber es gab heute Mittag nochmal ein Patch. Also vielleicht haben sie das... Ich glaube, sie haben es ein bisschen versucht zu korrigieren. Was war das? Ein Ass. Oh. Alter, der hat das zweite Ass in Folge geschlagen. Der Pete Sampras. Deuce, da haben wir jetzt mal einen Stand. Zwei Asse hat der Pete Sampras hingekriegt. Advantage, Beisler. Und wieder Dus.
Oh, Advantage Sampras. Damit geht das erste Spiel im zweiten Satz an Pete Sampras. Ein negativer Nachteil, ich habe noch keine Steuerung gefunden. Es gibt anscheinend keine Challenges in dem Spiel. Ich habe zumindest keine Steuerung dazu gefunden. Also ich glaube, es gibt hier keine Challenges in dem Spiel. Was blöd ist, weil das gehört ja irgendwo dazu zum Tennis. Warum feiert denn der sich das? Unforced Errors. Ja, ja, auch schon ein paar hingekriegt. Ja, da sieht man, ich habe das Gefühl, die KI macht teilweise noch zu viele Unforced Errors. Ansonsten ist das Spiel gar nicht schlecht. Ja, das Topspin ist für mich ein Konsolentennis. Finde damit Tiebreak gibt es übrigens auch auf der PlayStation und der Xbox. Finde, das ist aber für einen Computer mit den Editiermöglichkeiten wie AO Tennis 2 auch ein sehr gutes Tennisspiel. Für einen PC. Also in einem Sale würde ich es empfehlen. Wenn ein Sale da ist, holt's euch. Vielleicht auch der Joker. Vielleicht wäre das ja auch was für ihn Multiplayer. Wenn es mal im Sale ist, Grüße an der Stelle.
15 Löw. 15 Löw. Sage ich immer gern. Dow, 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 Dow. Ah, der war nicht mehr zu kriegen. Oh, erster Aufschlagfehler. So, noch ein Spiel, dann hätte man den Satz, dann hätte man dieses Match abgeschlossen hier in Miami. Wollt euch das jetzt einfach mal zeigen, auch diese Testaufnahme da. Wollt euch das einfach mal zeigen, ein bisschen was von dem Spiel spontan entschieden. Weil Joker und ich hatten jetzt vorhin noch Golf aufgenommen. Und da ist dem Jokers Internet ausgefallen und der war plötzlich weg. Und dann habe ich gedacht, jetzt könnte ich noch... Und dann ging das Programm plötzlich nicht mehr. Das Aufnahmeprogramm plötzlich nicht mehr richtig stand. Habe ich gedacht, jetzt muss ich irgendwann mal testen, ob es noch geht. Nein, dann komm, was machen wir? Ach komm, ich zeig mal dieses Tiebreak-Tennis. Das ist bestimmt auch für die Zuschauer interessant. So mal ein bisschen was von diesem neuen Tennisspiel zu sehen. Weil wir haben ja Full-Ass-Tennis, AO-Tennis den ersten Teil, AO-Tennis 2. Oh, das ist dritter Ass. Was der heute schon macht, das Empress. Und jetzt halt auch Tiebreak. Und da dachte ich, komm, ich mache mal ein, zwei Folgen spontan. Vielleicht holt sich da der Joker beim Sale. Wir haben ja AO-Tennis. Wenn bis dahin nicht auch schon die Folgen kommen, sind aber auch mindestens noch zwei Folgen. Und ich dachte, ich zeige mal kurz so ein, zwei Folgen hier vom Tiebreak
vom neuen Tennisspiel. Es war Early Access, habe ich mir das gekauft. Alter, viertes Ass in dem Spiel. Ich habe noch kein einziges in dem Match hingekriegt. Aber zwei Matchpunkte jetzt. Alter! Zwei Asse oder drei Asse in Folge. Boah, da kriegt das an die Omme. The Pizza Empress. Fresse bitte. Wieder Einstand. Oh, Advantage Sampras. Warum feiert denn der? Das war doch out. Jawohl! Game, Set, Match, Beißler! 6:0 und 6:1. Kann man sich die Statistik angucken. 6:0, 6:1. Ja, der hat halt mit den Assen reingehauen. Jetzt bei diesem letzten Satz, da hat er ja drei hintereinander gemacht, das Empress. Das ist, wie gesagt, der 100 geladene Spieler, wie der Boris Becker auch. Der Beißler habe ich noch erstellt heute. Ja, jetzt mal erstellt. Der Michael Beißler. Ha. Gar nicht hier. Points win. Ja, habe ich mehr gehabt. Unforced Errors habe ich auch ein paar hingekriegt, aber die Asse. Doppelfehler hat auch im letzten Match schon keiner hingekriegt. Der Talon Krikespor. Kann man sich es nochmal angucken? Ja, ich würde sagen, das war knackige 30 Minuten Folge. Das war jetzt mal ein, zwei Folge vom Tiebreak Tennis. Das bringe ich euch auch mal so zwischendurch. Das Tennisspiel, habe jetzt spontan entschieden. Das andere war eigentlich Testaufnahme, aber ich trotzdem jetzt halt spontan entschieden, jetzt mal hier. Wie gesagt, das andere war Testaufnahme. Habe trotzdem spontan entschieden, mal ein, zwei Folgen aufzunehmen, euch zu zeigen. Wenn es euch gefällt, gerne Daumen oben lassen und ansonsten sage ich mal, das war's dann. Danke euch fürs Zugucken. Grüße an die Konfi. Oder sag ich mal, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen, euer Beißler. Tschüss.